wie eine Flaschenpost im Ozean. Wellen wiegen, treiben sich stetig voran. Sie erzählen uns eine Geschichte. Auch die Südstadt hat viele Geschichten erlebt und auch viele Geschichten zu erzählen. Südstadtgeschichten. Eine Welt zeigen, wie sie sein könnte oder wie man sich romantisch vorstellt, sondern wie sie wirklich ist. Aber ich wohne seit einigen Jahren hier in der Südstadt und möchte in Wilhelmshaven auch nicht woanders wohnen. Es ist ein Bildband über die Südstadt. Mir war es ein Anliegen, in erster Linie für mich, einmal meinen Stadtteil, in dem ich wohne und den ich auch sehr mag, zu porträtieren. Ich habe die Südstadt so dokumentiert, wie ich sie sehe. Die Menschen, die Architektur. Blaues Schild, blaue Balkons, gelbe Wände. Das Einzige, was raussticht, ist die laute Farbe Rot, die hier gestreift in dem kleinen Wilden in dieser grünen kleinen Oase steht. Ansonsten ist das Interessante daran, dass es so uninteressant und so banal ist. Ein paar Garagen und Häuserrückseiten und der kleine Wildwuchs hier vorne. Das ist so authentisch, ich mag das gerne. Es gibt kaum irgendwelche Dinge, die uninteressant sind, auch wenn sie noch so banal sind. Was ich suche, ist die Grafik in der Sache, manchmal ein bisschen Skurrilität, Individualität, Dinge, an denen man vorbeigeht und die so speziell sind beim zweiten Mal hingucken, dass sie, naja, für mich interessant sind und ein Bild geben. Und so mancher fragt mich, warum fotografiert man sowas? Ich würde sagen, warum nicht? Warum immer das Gleiche? Ich kann auch Dinge fotografieren, die unspektakulär sind, die dadurch vielleicht ein kleines bisschen auf den Sockel heben und unscheinbare Dinge wertvoll machen. Also besonders ist da überhaupt nichts dran. Ein Weihnachtsmann, der im Sommer auf der Fensterbank steht und aus dem Fenster guckt, ist ja eher schräg. Aber das Skurrile und dahinter auch das Menschliche, da wohnt jemand, der hat einen Weihnachtsmann da stehen. Also es ist auch ein kleines bisschen von dem Leben dessen, der hinter diesem Weihnachtsmann in der Stube wohnt. So, ich zeige also auch immer ein kleines bisschen vom Leben der Leute, auch wenn man die Leute selber nicht sehen, auch nicht sehen will und auch nicht sehen soll, aber ein Fingerabdruck eines Menschen. Anfing es, nachdem mein Mann den Entschluss gefasst hatte, viel gerne selber Senf herzustellen. Und somit haben wir 2002 angefangen, das professionell zu machen. Da mein Mietvertrag in Oldenburg ausgelaufen ist, wollte ich die ganze Geschichte beenden. Dann hat aber die Familie zusammengetagt und die haben gesagt, nein, gibt es nicht. Und wir haben die Südstadt dann in Betracht genommen und fühlen uns hier wohler als unter vielen Geschäften in der Innenstadt. Seitdem ich in Wilhelmshaven bin, hat mein Sohn die ganze schriftliche Geschichte übernommen. Und mein Enkel macht die Rezepte, indem er die Produktion mit übernimmt. Ja, ich bin beruflich gelernter Koch und beschäftige mich auch dementsprechend viel auch mit Senf. Und deswegen dachte ich mal, da gibt es noch mehr als nur den aus der Tube.
Also bei uns muss man sich die Herstellung so vorstellen, dass wir das Senfkorn im Ganzen noch bekommen, also direkt von der Senfpflanze. Das ganze Korn wird dann in einer Steinmühle gemahlen, dadurch werden die ätherischen Öle freigesetzt und wir experimentieren da mit vielen Gewürzen, Kräutern und auch Ölen und Essigen. Wir haben ja auch nicht nur Senf, sondern wir haben ja auch Gewürze, Essig, Öle, alles dabei, sogar Marmeladen, Honig. Und ja, in dem Fall beraten wir natürlich dann gerne und jeder muss dann auch probieren, ob er möchte oder nicht. Ob wir da vielleicht noch ein bisschen mit Weißwein arbeiten können? Oder das wäre eine gute Idee. Ob wir, würde ich schon gerne mal antesten, auf jeden Fall. Lass uns das doch mal wieder ausprobieren. Ja, und mit dem Rotwein, das war ja auch eine super Idee. Neue Rezeptideen werden drüben entwickelt in unserer geheimen Hexenküche, so wird die nämlich auch bei uns genannt. Und da ist der Tobi schon fleißig am Werkeln. Ist immer schwierig, sich das vorzustellen. Ich müsste euch das mal zeigen. Kommt einfach mal mit. Olli, was machst du? Die können hier jetzt nicht rein. Ich bin so kurz davor, das Rezept von deinem Schwiegervater zu entschlüsseln. Das geht nicht. Du, dann müssen die wiederkommen, wenn das Rezept fertig ist. Okay. Ich muss jetzt auch wieder rein in die Maschine hier, ganz ehrlich. Dann sollen die nächstes Mal kommen. Okay, gut. Dann kommt einfach ein andermal, dann zeigen wir euch das gerne mal und dann könnt ihr euch mal ein Bild machen von unserer Produktion. Still und klar, liegst du da, wie raues Sandpapier. Wasser glänzt, die Farbe perlt von den Wänden. Doch du bist noch du, man merkt dir an. Ich bin in der Südstadt für den bzw. gegen den gewerblichen Leerstand zuständig. Die Südstadt hat noch sehr viel Potenzial, da sehr viele Häuser noch leer stehen. Also nicht nur die Wohnungen, sondern auch im Erdgeschoss die Gewerbeeinheiten. Und wir, das Projekt Plug and Work, möchten, dass hier wieder neues Leben eingehaucht wird. Das heißt, über einen Unternehmenswettbewerb sollen neue, junge Unternehmen angesiedelt werden. Wir hoffen, dass in 3 Jahren das Bild der Südstadt sich gewandelt haben wird. Dass ein bisschen mehr Leben auf den Straßen sind, vielleicht das ein oder andere Café sich dazu gesellt hat. Dass man auch das große Klientel der Studenten im Straßenbild etwas mehr erleben kann, dass sie sichtbarer geworden sind. Wir hoffen, dass wir hier vor einer neuen kleinen Geschichte der Südstadt stehen. Denn jedes dieser Häuser birgt eine Geschichte. In dem Haus hinter uns war früher einmal eine stadtbekannte Konditorei. Und wir hoffen, dass sich hier in Zukunft ein neues Café ansiedeln wird. Ja, es gibt ein Team der Jade-Hochschule von jungen Studenten. Sie würden sich gerne diesen Traum erfüllen, hier ein Studentencafé zu eröffnen. Angefangen hat eigentlich alles hier an der Jade-Hochschule, als wir mit unseren Kommilitonen Jens und Marvin zusammen ein Design fürs Café entwickelt haben und dann auch eben ein Logo und dann haben wir die Idee eben dann immer weiter getrieben. Ja, und dass dann Name und Logo soweit standen, haben wir angefangen im Konzept zu arbeiten und dann verging ein bisschen Zeit, Vanessa und Dennis kamen dann dazu und ja, jetzt befinden wir uns so langsam in unserer finalen Phase. Phase. Ja, ich bin ja gebürtiger Wilhelmshavener tatsächlich und man muss sich das ja immer traurigerweise anhören. Du kommst aus Wilhelmshaven und bist immer noch hier, hier gibt's doch gar nichts und genau das hätte ich gerne schon früher geändert, aber hatte nie die eigene Motivation, was zu starten und dann habe ich von der Idee gehört und war direkt dabei, weil ich dachte, super, das ist echt mal, das bringt den Studenten halt einen krassen Nährwert und auch für mich selber, ich möchte halt irgendwas schaffen, wo ich gerne selber hingehe und Spaß habe. Noch hässlich, ne? Wird auch nicht schön, ne? Was noch alles getan werden muss und wie wir es einrichten, natürlich. Ich hätte jetzt erstmal gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie man das neben dem Studium noch schaffen soll, das hier vernünftig zu machen. Das ist natürlich auch, ja. Hier könnte man sich ja auf jeden Fall eine Theke vorstellen und dann mit ein paar kleinen Tischen hier vorne in diesem Bereich, würde ich sagen. Naja, wie ein Wohnzimmer halt aussieht. Also nicht zu modern, sondern mit alten Möbeln. Bequeme Sofas. So. Nee, also richtig cool. Das, ne? Ja, und hier unsere erste Kaffeemaschine. Ja, hier haben wir auch noch so einen kleinen Raum. Keine Ahnung, was da drin ist. Mal gucken.
Wir haben einfach kein Budget, deswegen sind wir ein bisschen darauf angewiesen, auch Sachen geschenkt zu bekommen oder eben bei der Tauschbörse mal reingucken, dass wir so, ja, so gut wie möglich kein Geld ausgeben. Es ist unser Baby. Also wir arbeiten wirklich schon mega lang dran, dass es so wird, und immer war es wirklich nur eine Vision, und jetzt haben wir eine Location, was halt vorher einfach nicht der Fall war, die letzten 2 Jahre. Und einfach dadurch haben wir nochmal einen neuen Ansporn bekommen, nochmal unsere ganze Kraft reinzustecken. Leben, Monteur, und wenn ich von der Arbeit kam, dann bin ich auf den Trödelmarkt gegangen, und das ist schon ca. 42 Jahre her. Also jetzt vor 2,5 Jahren wurde mir von den Stadtwerken angeboten, dass ich hier die Halle kriegen könnte, und somit sind wir hier mit 5 Leuten erstmal rübergegangen, haben uns das hier hergerichtet. Moin, Mann. Moin, Captain. Ich hatte mal vor Jahren, ich weiß nicht mehr, wann das war, ein kleines Geschäft im Vetterwalder Grund. Und da hat mir jemand gesagt, sag doch einfach Trödelkloss, weil du ja mit Trödel handelst. Und heute bin ich einfach der Trödelkloss. Die Leute kennen mich gar nicht mit meinem richtigen Namen. Moin, Klaus. Moin, hey, wie geht's denn so? Ja, komm doch mal rein. Also der Begriff Trödel ist bei uns deshalb entstanden, weil wir haben ja nichts Antikes. Bei uns liegt das so zwischen Antik und Neuzeit. Und das ist dann der Trödel. Also gekauft habe ich ja das. Ein großen Büffelhornknopf. Oh, das könnte ich auch gebrauchen. Ja, glaube ich wohl. Ja. Was könnte das sein? Seifenschale. Ist keine Seifenschale. Ist kein Aschenbecher, weil da hier so eine Einkerbung drin sind. Was könnte das sein? Ganz schlicht und einfach. Das ist ein Milchüberkochverhinderer. Das heißt, das kommt in den Topf rein, unten, dann kommt die Milch drauf. Und dann, wenn das im Kochtopf anfängt und kocht, dann fängt das an und wackelt. Kommen Blasen hoch, Luft kann hier nicht anbrennen. Okay. Mach's gut, tschüss. Und rum und kann das alles zu, ne? Das wirklich schön ist zu bitte. Wir lieben das Gebäude. Und deshalb wollen wir auch was dafür tun. Deshalb haben wir eigentlich dieses hier auch gegründet. Wenn hier niemand drin haust oder wohnt, dann zerfällt so ein Gebäude. Jede Stadt hat irgendwo eine Altstadt. Und warum Wilhelmshaven könnte das hier in der Südstadt machen? Still und klar liegst du da, wie raues Sandpapier. Nicht mehr ganz so schön, doch du bist noch du. Wind rauscht durch die Mauern, das Wasser glänzt, die Farbe perlt von den Wänden, doch du bist noch du. Man merkt dir an, du willst wieder mehr. Ich will wieder mehr. Ich bleib lieber hier, die Welt ist einfach schöner hier. Ich halte zu dir, ich fühl mich hier echt und du bist es auch. Und ich hör auf meinen Bauch, ich will hier nicht weg, ich bleib lieber hier, die Welt ist einfach schöner hier. Du riechst hier die Luft, die schmeckt hier nach Salz, um die Ecke das Meer. Es ist dieser Blick, dieser Sound,
über den Teich aufs Wasser schauen. Ba ba da da da, ba ba da da ba da. Bleib lieber hier, die Welt ist einfach schöner hier. Ich halte mich hier fest, ich halte zu dir. Ich fühle mich hier echt und du bist es auch. Und ich hör auf meinen Bauch. Ich will dir nicht weg, ich bleibe bei dir. Ich bleib lieber hier, die Welt ist einfach schöner hier. Ich will hier nicht weg, ich halte zu dir. Ich fühl mich hier.